willkommen zu unserem neuen Video. Heute mal ein Haustier-Tag über unseren Hund Emma, den wir noch gar nicht so lange haben. Emma kam durch eine Pflegestelle zu uns, durch einen Tierschutzverein und kratzt sich gerade. Wunderschön. Ja, wie soll man sagen? Sie ist trotz ihrer Vorgeschichte halt einfach kinderlieb. Ist so auch nicht irgendwie aggressiv oder hat irgendwelche Macken. Also von daher optimaler Familienhund. Ansonsten mag sie zwar keine anderen Hunde, das ist jetzt noch so das Problem, aber ich denke mal, mit der Zeit irgendwann, wenn man das trainiert, wird das, denke ich mal, auch besser. Aber ansonsten ist sie, ja, sie kann auch alleine mal bleiben, da jault sie nicht, oder sie ist auch so generell vom Wesen eine sehr liebe, manchmal viel zu lieb. Also wenn Einbrecher hier reinkommen würde, würde ich ihn wahrscheinlich noch anspringen und sich freuen, dass er hier ist, aber okay. Das ist wahrscheinlich auch noch eine Sache, die man trainieren könnte. Jo. Was war dein erstes Haustier? Mein erstes Haustier waren zwei Katzen. Und wie hießen die? Teddy und Kitty. Teddy war schwarz und Kitty war so weiß, hellbraun und schwarz ein bisschen in der Nase. In der Nase? An der Nase. Ach so, an der Nase. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe zwei Lieblingstiere. Also eine ist Hund und sonst Raubkatzen. Das ist Emma. Emma ist ein Labrador-Schäferhund-Mix. Hast du noch ein Haustier? Ja, einen magischen Hasen. Er hat noch ein bisschen Angst vor uns. Er beißt manchmal. Das habe ich auf dem Video. Ja. Das ist halt unser kleiner Kampfhase. Der ist stärker als unser Hund. Also eine kleine Zicke und ja, beißt ab und zu auch gerne. Thank you.
Also, das war jetzt unser Haustier-Tag zu unserer Hündin Emma. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Und ich würde sagen, wir können ja nächstes Mal ein Video über unseren Kampfhasen Emily machen. Wenn euch unser Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, zeigt uns das doch mit einem Daumen nach oben. Wieso zoomt der jetzt? Ihr könnt uns gerne auch abonnieren und wichtig ist, dass ihr neben den Abo-Zeichen einfach die Glocke drückt, denn irgendwie bekommt ihr dann auch erst Benachrichtigungen, wenn halt ein neues Video hochgeladen wird. Ja. Ja, ansonsten folgt uns auf Instagram oder Twitter oder Snapchat. Ja. Bye, bye. Bye.